Gucken wir mal, wie weit wir noch kommen, ne? Oder wie oft wir vermöbelt werden, eher gesagt. Das ist ja hier die Frage. Ja, aber ist schon eine sehr geile Sache. Also kann ich nur empfehlen, der Einstieg ist jetzt ja auch nicht teuer mit 200 Euro oder so. Aber bitte sei gewarnt, es kann sehr frustrieren und man muss halt dann auch Zeit und Nerv dafür haben, das zu reparieren. Ne? Bei mir stand der Drucker dann teilweise auch schon Monate rum, weil ich einfach nicht dazu kam, den zu reparieren. Das ist natürlich dann auch immer ein bisschen, ja, ärgerlich. Ich fand das übrigens komisch. Ich hatte das Spiel mal gestartet die Tage nach meinem PC-Umbau. Und ich habe das Gefühl, meine Maus ist langsamer, warum auch immer. Achso, ich sollte mal die... Ich kann ja mal die Musik ausmachen. Ganz komisch. Irgendwie habe ich das Gefühl, meine Maus-Sense ist langsamer geworden durch den neuen PC. So. Weiß nicht, ob sich da das Setting verändert hat. Auch nur in dem Game, ne? Das ist ganz kurios. Ganz kurios. So. Erstmal wieder kämpfen lernen. Nein. Ja. Das deswegen, ich hatte ihn doch fast so, Mann. Das ist ärgerlich. Ich meine, einerseits geht die Maus-Sense und dann denke ich wieder, könnte schneller sein. Hier, wisst ihr, was mich interessiert? Ob wir die skippen können? Kann ich nicht einfach vorbeirennen und dann geht das? Oder habe ich jetzt alle gleich hinter mir? Ach du Scheiße. Run! Aber schnell! Okay. Nein! Okay, Shift war ausweichen. Oh, F haben wir auch. Und Leertaste war blocken. Oh, ich hab mein Dings gar nicht. Dann starten wir kurz mal die Leuchtszene. Ja, dann startet mein Board. Aufstehen. Dann seht ihr wieder, was ich drücke. Schade, ne? Sie war auch fast. Hä? Oh nein, jetzt war ich wieder. Ich habe wieder den Mausbug. Jetzt habe ich gerade aus dem Game rausgeklickt. Was passiert das denn immer? Ah, so ließ sich das beheben, okay. Alles. Klar, let's go. Okay, dem machen wir gar keinen Schaden. Wir haben auch irgendwie nur eine Papprolle in der Hand, ne? Ist irgendwie nicht so effektiv. Oh, das ist effektiv. Oh, was? Ich bin ausgewichen? Ich dachte, ich schaff's nicht. Ach stimmt! Der OP-Angriff! Hm, er macht halt auch nichts, er ist zu smart. Crazy. Was? Oh Mann! Das Messer! Huh? Das war wieder der Angriff, wo ich mich drehe, nicht? Okay, tot. Tudum. Ja, aber auch ein bisschen zu viel auf einmal halt. Ich dachte, ich kann vielleicht skippen, dass ich dann dafür Punkte aufgebe, aber einfach schneller dahin komme, um üben zu können. Wo ging der denn hin? Aber naja. Was willst du machen, ne?
hätte gerade fast aus Reflex wieder diese Klorolle aufgehoben, aber die macht doch keinen Schaden. Nein! Der Typ ist OP. Ja gut. Ich glaube, wir brauchen jetzt ein paar Tode mal, um uns wieder warm zu spielen. Ich konnte doch irgendwie so einen Rundumkick. Oder war das der... Das war dieses Ding hier. Damit ich die hinwerfen lassen kann. Aua. Aua. Aber tatsächlich, vielleicht hast du es schon mitbekommen, Andreas, aber tatsächlich ist es jetzt endlich soweit, richtig geil. Ich habe jetzt endlich diesen Rabattcode für MOGA. Und jetzt könnt ihr quasi auch sparen, wenn ihr dann einfach den Code FRAGS verwendet. Richtig nice. Vor allem, mich freut das halt so, weil ich habe da irgendwie 2,5 Jahre drauf hingearbeitet. Und jetzt ist es endlich geschafft. Das ist halt schon ein geiler Meilenstein an so, ne? Das macht schon Spaß. Und vor allem, ich finde es halt auch einfach cool, wenn es nicht so einseitig ist, sondern... Der Kampf war gerade sehr einseitig. Ja, wenn ihr einfach auch was davon habt, ne? Dass man halt sagen kann, okay, ihr habt einen Code, könnt sparen und könnt den Stream damit halt unterstützen. Das finde ich halt immer cool, wenn das so in beide Richtungen geht. Okay, schade. Ich glaube, wir müssen jetzt gar nicht mehr da reinrennen. Eigentlich nicht. Eigentlich lohnt es gar nicht. Aber wir haben vielleicht trotzdem noch so 2 Versuche. Why not? Why not? Ach, wir haben ja noch ein bisschen was zum Skillen. Ja, Fokus bringt uns ja gar nichts. Dann, wir können eh nur das skillen. Was können wir das machen? Mal gucken. MOGA mag ich gerne, ja nice. Ja, ich finde auch, ganz im Ernst, MOGA finde ich, ist auch bei mir zu den beliebten Sellern geworden da. Weil die sind einfach, die gibt es schon immer, ne? Und es ist einfach nichts Fischiges oder so. Die G2A ist mir irgendwie ein bisschen fishy halt. Man weiß halt nie, weil da so wie bei eBay können ja auch private Leute da irgendwie verkaufen. Das ist irgendwie komisch halt. Von daher, MOGA, offizieller Reseller, was will man mehr? Ne? Das finde ich schon gut. Nein, 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 das gucken wir uns nicht an. Hier wird kein Van City sterben. Scheiß Psycho, ey. Noch keine süßen Van City zerquetschen. Dafür müssen wir ihn zerquetschen jetzt. Aber schaffen wir leider nicht. Nicht so geil. Okay. Ja, ich glaube noch ein Versuch danach. Ne? Ja. Da ist die Waffe kaputt, GG. Oh, greift er mich an? Nein! Nein! Er ist zu schnell. Oh, wir waren gut. Okay. Gar nicht mal so bad. Weit so gut. Boah, meine Ausdauer. Aber wir sind ja auch gleich wieder tot. Das bringt uns halt hier gar nichts, genau. Wir wissen. Tudum, hat uns gekillt. So, dann schauen wir es mal neu. Erster Versuch, nicht so gut. Aber kann ja nur besser werden, ne? Im besten Fall. So. Ich bin ja mal gespannt, wann wir den besiegen und wann wir dann im nächsten Run
wie weit wir dann so kommen und wie lange das dann dauern wird, halt auf der höchsten Schwierigkeit. Das stelle ich mir wirklich bockschwer vor, aber das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. Jetzt einfach mal nicht alle auf einmal, dann sind wir vielleicht auch mit 60 Jahren oder so dann da drin in seinem Dojo. Dann passt das. Okay, ziehen wir mal durch hier. Tja. Und bist du sonst noch irgendwas am Spielen aktuell, Andreas? Oder? Gerade Gaming-Pause. Oh! Der Bonk. Einfach den Rücken aufgeschlitzt hat er uns. Ich muss sagen, du hattest ja Stardew Valley gespielt vor kurzem und ich habe jetzt auch wieder überlegt, vielleicht zu spielen. Weil ich suche aktuell immer noch so ein paar Games, die ich dann für mein Steam Deck so benutzen kann abends. Und ich bin da zwar jetzt auch relativ selten zugekommen, aber irgendwann werde ich ja mal wieder. Auch wenn es jeden Tag vielleicht dann, nicht mal jeden Tag, aber lass es ab und zu mal so ein Tag sein, wenn ich dann in Stardew Valley halt abends so im Bett spielen kann. Finde ich, ist eine sehr coole, sehr angenehme Vorstellung. Also, ich habe mir auf jeden Fall Stardew Valley installiert und Sunhaven. Ich glaube, es sind zwei sehr, sehr ähnliche Games, ne? Gehen so in die gleiche Richtung. Sunhaven ist mehr so Fantasy mit so Mounts und Flügeln und sowas, aber hast auch so ein Feld, was du anbauen kannst. Die Mange genommen. Und ich glaube, sowas ist halt perfekt für Steam Deck. Sonst habe ich aber auch ganz viele andere Games mir schon installiert. Ich habe richtig gerne spiele ich halt so diese Roguelikes. So Vampire Survivors zum Beispiel habe ich dadurch, oder habe ich damit bisher am meisten gespielt. Oder so ein neues, ja nicht neu, aber dieses Tony Hawk, was es auf Steam gibt, relativ neu, ich glaube seit dem letzten Jahr, dieser Remaster. Den hatte ich mir geholt und der war auch richtig cool bisher. Weil es immer nur so kleine Runden sind, so 2 Minuten. Die muss ich ja dann abends im Bett auch nicht ewig spielen. Ein halbes Stündchen reicht mir dann halt auch. Kann ich da so ein paar Ründchen drehen und dann. Ich muss ganz ehrlich sagen, also Steam Deck ist so geil, wirklich. Das ist vor allem für jemanden wie mich, der sowieso schon so viele Spiele halt bei Steam hat. Ich habe zwar auch eine Switch, aber meine ganzen Indie-Games habe ich halt natürlich schon bei Steam und dann möchte ich sie mir ja nicht nochmal holen für die Switch. Ich möchte ja nicht doppelt und dreifach Geld ausgeben. Und das ist so cool, halt jetzt einfach auf seine ganze Steam-Bibliothek so zurückgreifen zu können. Also flasht mich richtig das Gerät. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte schon, es wird geil sein, aber ich finde es richtig cool, muss ich sagen. Und vor allem, du kannst damit ja auch so viel anderen Stuff machen. Du kannst damit Epic Games Sachen spielen. Du kannst es ja auch ganz normal als Linux-Computer benutzen. Du kannst damit sogar irgendwie deinen Xbox Game Pass benutzen. Muss ich mich noch mit beschäftigen. Ja, den habe ich ja nun mal und da kann ich dann auch richtig viele Spiele mitspielen. Das ist halt schon sehr geil. Oh, schaffen wir es, ohne zu sterben? Nope. Eigentlich eine Pause hin, wieder schaue ich mal in Clash of Clans rein, aber nur aus Gewohnheit. Ja gut, aber das sind ja immer so kleine Fights, so, ne? Das geht ja dann, oder? Ist ja so ein Gelegenheitsspiel. Ist bei mir wie mit Pokémon Go eigentlich. Da schaue ich eigentlich auch immer mal wieder rein. So, eigentlich hat man nicht wirklich ein Ziel, so, oder ich habe jetzt nicht wirklich ein Ziel, aber ist immer ganz nett, mal so ein paar Pokémon zu sammeln. Ich hatte jetzt endlich mal wieder so eine schillernde Pokémon-Variante nach richtig langer Zeit. Richtige Durchstrecke gehabt. Aber jetzt hatte ich ein echt cooles. Das hatte ich noch nicht. Da freut man sich dann immer. Nee. Oh, jetzt ist sein Kampfstab kaputt gegangen. Den wollte ich doch mitnehmen gleich. Habe ich den kaputt geschlagen? Hat er bestimmt gegen meinen Dickkopf gehämmert. Selbstschuld. So, hier liegen doch noch ein paar Waffen rum, ne?
Wo ist denn das Messer? Ich will doch nicht diese Röhre hier nehmen. Wo ist denn das Messer jetzt? Komisch. Hm. Oder hatte ich das Messer und ist kaputt gegangen? Ich meine, gut, ist besser als nichts, I guess, aber... Hm. Oh, hier vielleicht? Nee. Naja, okay. Egal. Dann ist das so. Dann ist das so. Okay. Och, das verbessert die Form aber schon ganz schön eigentlich, ne? Kann man nicht meckern. Nein. Zack, 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 zack. Kurz die Form abwarten, ne? Also manchmal... Ich muss genau im richtigen Moment parieren, dann steigt das so krass. Jetzt muss ich halt innen auswendig lernen. Wo kam der denn hergezoomt? Der war nicht mal mehr im Bild. Hallo? What is he doing? Crazy. Ich dachte so, okay, wenn er jetzt kommt, bin ich bereit. Auf einmal kommt er angeschlittert. Okay, da, okay, ja, das ist ein neuer Signature-Move. Ich merk schon. Alles so unfair. Wir haben jetzt so viel Ausdauer verbraucht und dann müssen wir warten, aber in der Zeit verbraucht oder regeneriert sich seine ja auch. Okay, so klappt das gerade ganz gut. Unsere regeneriert sich halt ein bisschen schneller, ne? Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Aktuell leider ziemlich still am Gamesmarkt, findest du? Okay. Ich weiß gerade auch nicht so direkt, wenn ich jetzt so an ganz neue Spiele denke, aber ich habe noch so viele Spiele auf dem Stack so. Also ich weiß auf jeden Fall noch genug Spiele, die ich durchspielen will. Aber klar, jetzt so ganz neue Spiele, weiß ich auch nicht. Wir hatten jetzt viele neue Spiele in letzter Zeit. Gerade mit dem Jusson oder dem Song of Lulu, die waren ja relativ neu. Hm. Ja gut, ich müsste in Game Pass reingucken, da sehe ich dann ja wieder neue Spiele. Okay, wir haben gleich Phase 2. Das ist immer das Geile am Game Pass. Weil eigentlich verfolge ich dann aktuell auch nicht so sehr die ganzen neuen Spiele, weil ich ja eh genug habe. Aber durch den Game Pass kriegt man immer mal so ein paar mit. Und da habe ich mir dann auch so gedacht, ey, ganz im Ernst, da sind eigentlich ganz coole dabei. Okay, schaffen wir ihn in Phase 2 zu bekommen. Wie, wir haben ihn besiegt, also geschlagen. Das zählt schon als Sieg, das ist Sieg genug. Nein! Okay, einen Versuch haben wir noch, ne? Ein Versuch, oder zwei? Ich verstehe es immer nicht. Eigentlich müssten wir doch zwei haben, aber... Ah ne, mit 75 ist man schon tot, ne? Das ist das Ding. Boah, das darf ich nicht tanken. Scheiße, 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 scheiße. Nein! Das hat mir meine ganze Ausdauer gezogen gerade. Christos. Grüß. Das. Komm ran, komm ran. Nein. Okay. Okay. Ich hab so weggeintet. Rip. Rip, rip, rip.
Was willst du machen? Ja, wir haben es ja schon halb. Ich glaube, wir machen bis 4:15. Angriff! Das Ding ist, es wird noch eine andere Taktik halt geben gegen den. Ich meine, vielleicht ist das auch die Taktik, dass man halt ausweicht, um so seine Ausdauer zu breaken. Wäre auf jeden Fall ja auch ganz cool, mal ein bisschen anders, sage ich mal, daran zu gehen, nicht irgendwie cheesen zu können mit der Form und so. Oder mit dem Fokus, nicht der Form. Aber es macht es natürlich schon einfach auch schwieriger. Ich frage mich auch, wie das dann auf der höchsten Schwierigkeit wird. Da wird der Fight doch bestimmt so hart werden. Holy Moly. Aua. So, jetzt. Soll ich mir das Messer aufheben dann für den Boss? Ich weiß halt nicht, ob so ein Kampfstab da nicht besser wäre tatsächlich. Ach stimmt, E drücken, wenn er mal liegt, okay. Bei dem Boss jetzt nicht so oft der Fall, aber... Okay, ich versuche das Messer aufzuheben, dass wir das für den Boss benutzen. Aua, aua, aua. LOL! Cool! Okay, komm ran. Nein, was war... Ich wollte aufladen. Ich wollte nur aufladen. Friss das! Blut. Was ich zum Beispiel bisher auch nicht so ganz verstehe, es gibt ja so verschiedene Kombos. Aber zum Beispiel diese irgendwie dreimal oder viermal die gleiche Taste drücken Kombo, gefühlt noch nie durchbekommen, oder es fühlt sich nicht nach so einer Kombo halt dann an. Nice. Oh, schön HP zurückbekommen. Jetzt können wir den hier vermöbeln und dann... Okay, was mir tatsächlich gerade einfällt, wenn wir uns natürlich das richtig einfach machen wollen, den Boss irgendwann mal zu schaffen, dann sollte ich vielleicht das letzte Level nochmal neu spielen, dass ich halt dann jünger bin, wenn ich in dieses Level komme. Ich bin ja jetzt schon relativ alt, ich glaube, wir hatten da ja noch durchaus Verbesserungspotenzial, ne? Weil hier kommen wir meistens so mit 60 halt rein und dann vermöbelt er uns halt ein paar Mal und dann ist vorbei, ne? Wenn wir natürlich dann so 20 Jahre hätten, dann ist die Chance einfach höher, ne? Dann gerade hätten wir es auch fast in die zweite Form geschafft, einfach, wenn wir lange genug dann versucht haben. Aber irgendwann werden wir auch gut genug und schaffen das so, mein Gott. Ja, das war cool. Will ich auch. LOL! Raided! Er dachte so, LOL, der schlägt in die falsche Richtung. Und dann kamen wir zurück. So, zack, Messer am Start. Abfahrt. Ich glaube, wir waren noch nie mit dem Messer in dem Endboss-Raum hier. Bin ich ja mal gespannt jetzt. Ist das etwa die Hidden Tactic? Oh! Hä? Bei echt, wir kriegen... Interesting. Ich mach trotzdem mal das, aber... Genau, weil ich dachte, das, was wir jetzt oben links sehen, ich dachte, das wäre da... Das hätten wir vorhin durch das Upgrade bekommen. Okay, interessant. Na gut, dann hat das die Form gar nicht so erhöht. Hey, ich bin tatsächlich... Ich bin ein super Fan von Simulatoren, aber ich spiele sie tatsächlich zurzeit eigentlich gar nicht mehr, weil sie einfach immer so viel Zeit fressen, ne? Aber ich liebe
alten Anno. Ich liebe Factorio, ich liebe Dyson Sphere Program. Ich will auch immer irgendwann mehr diese Spiele spielen, aber... Oder auch ein Planet Zoo oder so. Ich liebe solche Spiele, gerade so Aufbau-Management-Spiele. Ich liebe sowas. Oder meinst du... Okay, sorry. Oder meinst du... Flugsimulator... andere Simulator. Stimmt das? Warte, Simulatoren? Ne, ich denke gerade an was Falsches, ne? Ah, okay. Ja, sorry. Ich habe auch einfach falsch gedacht. Ist zwar irgendwo eine Simulation auch, aber ist eher so Fabrik und sowas. Sowas eher weniger. Also ich habe früher mal ein bisschen Euro Truck gespielt. Das war auch schon ein bisschen her. Oder American Truck Simulator. Habe ich auch gerne gespielt so. Aber einfach länger her. Habe jetzt auch kein Setup für sowas oder so. Ich wollte eigentlich immer mal... Wie heißt es denn? Das ist ein Space Game. Okay, X4 habe ich gerne gespielt. Aber da fehlt mir natürlich auch die Zeit. Also auch kein Simulator in der Hinsicht, ne? Ich verwechsel das gerade so ein bisschen. Flugsimulator müsste ich mal ausprobieren, weil ich habe ja jetzt den Xbox Game Pass und der soll ja ganz cool sein. Mein letzter Flugsimulator ist, glaube ich, 20 Jahre her oder so. Nee, aber tendenziell eher nicht. Also auch wenn ich so einen Euro Truck sehr gerne mag. Elite Dangerous, das meinte ich. Ist das so ein bisschen Richtung Simulator? Weil da habe ich sogar so einen Joystick halt für und ich wollte mir das immer mal vornehmen, mit diesem Joystick in VR das zu lernen und zu spielen. Aber bin ich natürlich auch nie dazu gekommen. Natürlich nicht. Fand ich auch nicht so leicht. Also ich habe das dann mal versucht mit den ganzen Controls und so. Schon nicht ohne irgendwie. Nee, aber was ich vorhin gesagt habe, das mag ich schon halt sehr, sehr gerne, solche Games. So ein Anno. So Resource Management Aufbauspiele. Das liebe ich halt. Sowas liebe ich. Und ich kann mir auch zum Beispiel so ein Autosimulationsspiel, kann ich mir, so ein Rennspielsimulation, kann ich mir auch richtig gut vorstellen, wenn man so ein Setup dafür halt hat, ne? So mit Lenkrad und Pedalen und so, ist bestimmt geil halt. Aber ich meine, sowas hast du ja nicht einfach mal so, das ist ja... Das holst du dir ja, weil du da Bock drauf hast. Das kann ich mir sehr geil halt vorstellen. Gefühlt bringt das Messer gar nichts. Ich habe ihn nicht einmal getroffen, der macht mich hier voll fertig. Ne. Ganz schwierig. Ganz schwierig. Flug sind wir schon cool, aber bis man da richtig eingestiegen ist, muss man viel Zeit investieren. Das stimmt wohl, ja. Das erinnert mich halt an Elite Dangerous. Also, alleine da die Controls und alles drauf zu haben. Und dann auch keine Motion Sickness zu haben, von dem sich in der VR-Welt in 3D so zu bewegen. Ich finde, das ist auch immer schwierig. Also auch wenn ich ja schon einiges so an VR-Erfahrung habe, aber so dieses Schweben, wenn du halt in Games so schwebst und einfach dich so nach oben wegbewegst, ohne dass du dich in echt bewegst. Das finde ich ist immer richtig krass. Motion Sickness erregend so, das ist halt... Uff. Ich glaube, so ist viel besser. Guck mal, wie sein Balken besteigt. Sieht nicht gut aus. Oder wir konnten das doch auch machen. Wie das denn was? So ausweichen. Ja, wir können zwar ausweichen, aber es erhöht nicht die... Es erhöht halt seinen Balken dann nicht, ne? Aber vielleicht können wir dann da noch angreifen. Spielst du sowas denn gerne? Oder hast du vielleicht sogar so ein Set?